müssen wir jetzt oft machen, wenn wir uns Sport machen. Ja. Wir werden ein bisschen länger. Ja, liebe Zuschauer, an meiner Seite darf ich jetzt ganz herzlich die Nicole Schneider begrüßen. Sie ist die Geschäftsführerin vom Goldenen Anker hier in Bad Elster. Sag mal, Nicole, was war denn so für dich das Highlight oder die Highlights im Jahr 2014? Also wir hatten dieses Jahr viele Highlights. Es fing an im Mai mit unserer Servicequalitätsstufe 2. Im August haben wir unseren 4. Stern verliehen. Und jetzt im Dezember ist Gott sei Dank unser Gondelteich fertig geworden und ist wieder begehbar, was uns sehr gefreut hat. Mensch, das ist ja eine ganze Menge, das ist ja irre. Aber sag mal, wir waren ja schon des Öfteren bei dir zu Gast oder bei euch hier im Hause im Goldenen Anker zu Gast. Es gibt natürlich auch einen tollen Biergarten. Jetzt feiern wir ja Silvester, also den Jahreswechsel. Jetzt ist es kalt, es hat geschneit. Aber was hat denn der Goldene Anker noch alles so zu bieten, nicht nur zur kalten Jahreszeit? Also wir haben eine wunderschöne Terrasse mit 70 Plätzen, wo man bei schönem Wetter sehr schön verweilen kann mit dem Blick auf den Luisasee. Sag mal, Nicole, Prominente habt ihr die denn hier im Goldenen Anker in Bad Elster auch schon begrüßen können? Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten sehr eng mit dem Theater zusammen und konnten auch schon viele Prominente begrüßen hier, wie zum Beispiel Roberto Blanco, Veronika Fischer oder Udo Freudenberg. Waren alle schon bei uns. Aber leider einen Gast, den ich mir hätte sehr gerne gewünscht, den Udo Jürgens, konnte ich leider nicht begrüßen. Das stimmt, das hat uns alle ganz sehr hart getroffen. Also ich bin ja froh, dass ich ihn letztes Jahr bei dem Semperopernball in Dresden auf dem Balkon noch live erleben durfte. Und das Thema Abschied ist natürlich auch ein Thema bei unserem Jahresrückblick, Anne. Genau, denn auch wir Vogtländer mussten Abschied nehmen, durften aber auch viele Sachen willkommen heißen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Der Tod eines Menschen schockiert die Angehörigen, besonders wenn er überraschend eintritt. Im Fall von Gerd Köhler ist das so. Der 68-Jährige wurde als Weihnachtsmann zur Kultfigur in Plauen. Im November stirbt der Reisebüroleiter im Greizer Krankenhaus, nachdem er zuvor von Passanten in der Nähe seines Transporters gefunden wurde. Bei Andreas Kutte ist es anders. Der an Leukämie erkrankte Tätowierer verliert den Kampf gegen die Krankheit nach einem Jahr. 49 Jahre ist er geworden. Nun ist der Tropf gelutscht, sagt der Plauner, der sich in der Szene einen Namen gemacht hat. Wir sehen uns wieder bei Körperwelten. Andreas Kutte ist und bleibt etwas Besonderes. Im Leben wie im Tod. Es gibt auch Positives im Jahr 2014. 100 neue Arbeitsplätze verspricht der schwäbische Automobilzulieferer Allgeier. Er will sich im Industriegebiet Neue Welt in Thaltitz ansiedeln. Am 18. November wird der Vertrag in Uhingen unterzeichnet. Darüber ist Landrat Dr. Tassilo Lenk und Oberbürgermeister Mario Horn glücklich. Dank schneller Entscheidungen und einer guten Teamleistung der gemeinsamen Arbeitsgruppe kann die Ansiedlung des Unternehmens gelingen. Die Bauarbeiten für die geplante 19 Meter hohe Halle sind schon im Gang. Sie haben eben verraten, dass Sie dort eine moderne Technologie entwickelt haben, die zum allerersten Mal in der Welt bei uns dann im Vogtland nun aufgebaut wird. Auch die Stadt Plauen ist innovativ. Mit dem Pilotprojekt Bürgerhaushalt will die Spitzenstadt die Bevölkerung aktiv in die Planung von öffentlichen Einnahmen und Ausgaben einbeziehen. Nächstes Jahr stehen die Spielplätze der Stadt im Mittelpunkt. Alle Plauner sind nach ihrer Meinung gefragt. Bis Ende Januar 2015 können auf einem Fragebogen Ideen und Vorschläge zur Veränderung der 40 Spielplätze eingereicht werden. Auch im Tourismusverband gibt es Neues. Im kleinen Saal des Landratsamtes wird er am 29. September das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Andreas Kraus heißt der Mann, der die Nachfolge von Bärbel Borchert und Michael Hecht antritt. Der gebürtige Rodewischer hat jede Menge Referenzen vorzuweisen. Die Tourismusbranche ist allerdings Neuland für ihn. Wenn man von außen auf etwas draufschaut, erkennt man Dinge doch anders, als wenn man schon in dem Bereich tätig war.
Und der Tourismus ist nicht so weit entfernt, gerade die Geschäftsführerposition von dem Bereich Betriebswirtschaftslehre. Und hinter mir steht ein sehr starkes und gutes Team im Bereich Marketing und Tourismus, dem ich vollkommen vertrauen kann. Auch das ist ein gutes Team. 4 vogtländische Busunternehmer wollen den Fernbusriesen mit dem Vogtland-Fernbus die Stirn bieten. Ab 1. Oktober fährt in Eigenverantwortung täglich ein Bus nach Berlin. Hintergrund ist ja der, dass der Vogtland Express, der ja von der Vogtlandbahn gefahren wurde, sich einfach nicht mehr getragen hat, wirtschaftlich, das nicht mehr darstellbar war. Und wir haben einfach die Stunde genutzt und haben gesagt, okay, wenn das schon einmal platziert ist, nach der Liberalisierung des Fernbusmarktes, jetzt versuchen wir mal eine eigene Linie aufzubauen. Kommen wir zum Thema Abschied. Der seit 10 Jahren im Amt befindliche Superintendent Matthias Bartsch wird im März diesen Jahres in der Plauner Johanneskirche im Rahmen einer feierlichen Zeremonie verabschiedet. In seiner letzten Predigt in Plauen bedankt er sich bei seiner Gemeinde und seinen Weggefährten. Am 1. April tritt er seine neue Wirkungsstätte als Pfarrer im Landkreis Meißen an. In der Sparkasse Vogtland dreht sich das Vorstandskarussell. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kuhs nimmt seinen Hut. Er geht zum 1. Juli in den Ruhestand. Er gab den Staffelstab an Marco Mühlbauer weiter. Man war ja auch jetzt über 20 Jahre mit dem Haus verbunden, hat versucht, vieles auch zu prägen. Und für mich war es auch wichtig, dass die Mitarbeiter immer mitzunehmen, auch ein Stück weit werteorientiert zu führen und all diese Dinge, ja, die sind gut im Laufen, aber wenn man sie dann irgendwo mal loslassen muss, dann ist auch ein Stück Wehmut dabei, ganz klar. Wehmut, ja, das Gefühl ist auch hier deutlich zu spüren. Eine vogtländische Musiklegende verlässt die Bühne. Am 29. März verabschiedet sich Günther Fischer von seinen Fans und Musikkollegen in der Wernesgrüner Biertenne. Günther Fischer und Simultan haben im Vogtland und weit darüber hinaus Tanzmusikgeschichte geschrieben. Vermisst haben lange Zeit die Mark Neukirchner ihr geliebtes Stadtbad. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob das Bad das gleiche Schicksal erleiden würde, wie so viele andere Bäder. Doch mit vereinten Kräften und mit Hilfe von großzügigen Spenden schaffte man das scheinbar Unmögliche. Ein Traum, dass wir so ein mega schönes Schwimmbad gekriegt haben. Ein Wasser, total top, besser kann man es nicht mehr kriegen. Am 5. Juli war die Mission Wasser im Becken erfüllt. Nach 3 Jahren wurde das Rudolf-Thiele-Bad wieder eröffnet.